Nicht so verdammte Doppelteam. Ich hasse solche Attacken. Xato. Nochmal Yuki raushauen für die Erfahrungsteilungs-Blabla. Xato! Vielleicht sollte ich anstelle von Toaster Mr. Flauschi mitnehmen. Dann hätte ich auf dieser Wasserroute noch eine elektrisierende Verstärkung. Sehr. This is going to hurt. Nachtnebel. Und es reicht nicht. Nein. Buntstraum, oder? Was? Zog der Futures weg? Moment mal. Jetzt kapiere ich gerade gar nichts mehr. Ach, egal. Vernicht es. Vernicht es! ...29 für Yuki! 32 für Sparky! Okay, I will tell you why I'm here. Bist nicht verflogen? I put a message in a bottle and put it out to sea. I'm sure that a girl swimmer will find it. Ja, schön. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir haben ja vorhin noch einen Sonderbonbon gefunden. Yuki entwickelt sich! Endlich! Zu einem wundervollen Gardevoir. Das ist ein bisschen merkwürdig, was auf dem Sprite aussieht. Wieso hält es sie ihre Hände so komisch? Ich weiß es nicht. Na, du Opa da unten. Hey! Was it you wrong? Grabbage into the sea! Nein, das war der Kerl da hinten. Aber anscheinend hatte er seinen Liebesbrief. Sag mal, stalkst du mich? Wehe, du hast einen Riolu! Wehe, du hast einen Riolu! Nein, aber das ist wohl Tenzu, von dem ich vorhin geredet habe. Wie stark bist du jetzt, Yuki? Nett. Nett. Hitmontop? Ist das... Capoeira? Gerne! Schick es raus! Meine Innet singt. Ist. Autschi, autschi, autschi. Naja, so sehr hat es noch wieder nicht wehgetan. Oh,
fool, you went throwing trash into sea. The sea, the sea. Oh God, war! Yuki ist so mächtig geworden. Noch eine große Perle. Ich möchte keine Beleber verschwenden. Niemals reisen wir 10.000 Mal zurück zum Pokécenter und kommen überhaupt gar nicht voran. Aber hey, wir haben jetzt... Ich habe jetzt ein Gardevoir. Einfach nur cool. Ice cream. Noch 6 Level. Noch 6 Level. Dann darf sich Ice Cream auch entwickeln. Das ist doch wunderbar. It's not very effective. Schön für dich. Das ist mir egal. Noch eine Tentacha. Yuki wird sich rächen. Wie ich hier gegen Pokémon fast auf 40 kämpfe gegen... Also die Trainer hatten ja 40. Ich wollte schon sagen. Wehe, Hex. Hex kann manchmal so fies sein. Aber es kann auch wiederum manchmal total cool sein. Ich erinnere an meinen Kampf gegen den Normal-Arena-Leiter in meiner Smaragdnaslock. Das war cool. Cool ist ein gutes Stichwort. Kann Tentacha eigentlich Wasserattacken von sich aus so lernen? Ich glaube nicht. Dann könnte ich hier eigentlich Eiscreme draußen lassen, damit er die volle Erfahrung bekommt. Auch wenn der Kampf wahrscheinlich dann etwas länger dauern würde. Oder Eiscreme? Lieber nicht. Wie brauchst du noch fürs Level Up? Ah. 1500. I'm tired of swimming. Are you up for a battle with me? Vielleicht. Was ist denn so für schicke Pokémon, Tanja? Bourgeline. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Wieso benutze ich denn Kiesel? Ah. Crunch. Und das reicht nicht. Aber hey, paralysiert. Bist du schneller, Sparky? Ja. Also erst durch die Paralyse. Durch Beaujolais. Wenn wir alle wissen.
bisschen der Paralyse verlangsamt, das Pokémon. You're too much. Zu viel Chickenhaftigkeit. Hält das dein Kopf nicht aus? Ah. What a pity. Wie war das noch mit unterlevelt sein? Läuft hier noch, da unten läuft noch einer rum. Oder schwimmt er rum? I heard you approaching. So I hung around for you. Das ist ja, ja, als hätte der, nach mir Ausschau gehalten. Stalker! Tja, Chicken, das ist kalt, kein Ziel. Hier kannst du dich nicht anschleichen. Yuki! Komm, einmal können wir noch Call Mind machen. Vielleicht benutzt er ein weiteres Mal auch Barriere. Nee. Okay, dann gleich Yuki. Danach heilen. Erstmal Spezialangriff verdoppeln. Und irgendwelche Vögel meinen draußen rum zu piepsen, wodurch Tini jetzt aufgeregt ist. Ja, das sind draußen ganz böse andere Vögel, ne? Vertrau denen bloß nicht. Glaube nur Chicken. Level 30 für Eiscreme. Und 31 für Yuki. Eiscreme kommt der 35 immer näher. I surrender. Ja. Be sorry for what you have put me all through. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so viele verstehen. Hey Chicken, hör mal auf, aus irgendwelchen random Tales of Xillia Plaudereien zu zitieren. Es tut mir leid. Ich bin so gehypt. Der 22. August drückt immer näher. Damit das Release von Xillia 2. Hype, 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 hype. Was ist das mal von der positiven Seite? Wenn Xillia 2 draußen ist, werde ich nicht mehr mit Xillia-Zitaten ankommen. Sondern wir kriegen ja zwei Zitaten. Ja, bestimmt. Ich muss erstmal auf das EP von Jan warten. Aber hey, man kann ja nicht alles haben, ne? Das wird gerade ein bisschen kritisch mit Yugis Kappe. Das will mir nicht so ganz gefallen. Ne, Yuki? Ja, aber kleine Yuki. Gegen so viele böse Tentakelwesen. Ja, muss sie kämpfen. Könnte glatt so ein schlechter Hentai werden. Ah. Habe ich bei dir auch eine Konfusion?
Sag mir, dass bei dir auch eine Konfession reicht. Na los, sag es. Ja. Na gut, er hat's jetzt nicht gesagt. Er konnte es nicht mehr sagen. Sagen wir mal so.